Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Moin zusammen. Ja, wie wir sehen, ist das kein Mercedes. Ja, der Stecker ist immer noch nicht gekommen. Ich kriege langsam die Pimpernellen. Ernsthaft, das nervt so richtig. Nicht nur mich. Der Wagen gehört ja auch jemandem, ne? Ja. Gut. Gute Nachrichten aber trotzdem. Es sind Teile gekommen. Ja, Autodoc. Ja, erstmal Öl für den Kollegen hier. So, das ist nicht für ihn. Das ist die Diodenplatte für den Generator von dem Volvo. Ich versuche immer noch den Generator zu reparieren. So schnell gebe ich nicht auf. Schön ins Schränkchen. Weg. Genau. Der Ausgleichsbehälter für den Volvo. Manche erinnern sich eventuell vielleicht noch daran, dass ich da ein Stückchen von der Zuleitung geklebt habe. Den gibt es für den Apfel und einen neu eigentlich. Viel Druck hat er eh nicht. Ne? Der ist die ganze Zeit mit dem kaputten Deckel gefahren. Wer das Video gesehen hat, weiß das. Neuen Deckel hatte ich ja schon besorgt. Ah, da ist sogar der Sensorschwimmer drin. Ja, perfekt. Sehr gut. Hier kommt der Sensor rein, genau. Perfekt. Neuer Deckel für den Volvo. Deckel. Neuer Ausgleichsbehälter. Ja, das kann da rein. Das geht noch drin. Keilriemen. Haben zwei verschiedene Größen für ihn hier. Mal einen neuen geholt, ne? Kostet 5 Euro. So, was haben wir noch? Der vermaledeite Luftfilter ist nicht lieferbar bei normalen Zulieferern. Das musst du dir mal reintun. Bei meinem Zulieferer gibt es diesen Luftfilter nicht. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt drüber. Aber um ernst, mal ganz ernst drüber nachzudenken, wie viele gibt es von den Dingern noch? Ne? Warum sollte man sich das hinlegen? Das ist auf der anderen Seite irgendwo auch verständlich, dass man da die Lagerhaltung ein bisschen kürzt. Wieder reindrücken, aber der Filter selber müsste ja passen, auch so wie er ist. So, aufreißen. Ein Luftfilter kann man nicht viel falsch machen, deswegen, also normalerweise der Hersteller, ne, ganz unten rechts, aber naja. Egal. Er filtert die Luft, denke ich mal. Mehr soll er nicht. Was haben wir noch? Ein Dieselfilter. Der sitzt da. Ich glaube nämlich, dass er ein bisschen wenig Diesel bekommt. Ja, mit Wasserabscheider. Sehr gut. Öl haben wir gerade schon gesehen. Gucken wir mal dahin. Und das dürfte dann der Ölfilter sein. Ja, der einzige Nachteil an Firmen wie Autodoc und sowas ist, das dauert halt, ne? Man sehr ungeduldig ist. Ist das jetzt gar nichts für einen.
Ja, das ist für einen Diesel ein sehr niedlicher Luftfilter. Ölfilter. Mann, ey. Der sitzt übrigens da. Ja, ja, im Ernst. Der sitzt da wirklich. Der sifft einmal alles voll da unten. Naja. Okay. Kann man auch noch mit leben. Motorspülung ist drin. Motorspülung ist drin, jetzt auch schon ein paar Tage. Und ein Schuss 5W30, schön flüssig. Dass es alles in der Schwebe gehalten wird. Ne? Er ist ja jetzt nicht damit gefahren, er ist jetzt einfach nur ein paar Mal damit gelaufen. So, dann wird jetzt noch ein bisschen lassen die noch warm laufen und dann kommt die Suppe raus. Geht er auf Rampen, kommt die Suppe raus und so weiter und so weiter. Dann fangen wir an. Glühkerzen, gar kein Problem. Macht keinen Ärger. Ja. Tja. Gut. Dann würde ich sagen, ich schmeiße dir nochmal an, lass dir nochmal eine Runde laufen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht. Gerade ganz gut sehen konnte, der Wagen kommt nicht richtig auf Drehzahl. Alter Schwede, was ist das für eine Klopperschraube hier? Echt? 21, 22? Nicht schlecht. Ja, wie gesagt. Kommt nicht auf Drehzahl, fängt richtig an zu qualmen. Also noch ein bisschen was zu tun. Ah, der Diesel ist schweinealt, der hier drin ist. Bäh. Der konnte nicht ahnen, dass das heiß ist. Die Kupferdichtung ist auch fällig gewesen, eine Ablassschraube. Na dann. Dann ist das wohl so. Lass mal jetzt richtig schön ausbluten. Mal gucken, dass wir den blöden Ölfilter da oben rauskriegen. Dann sehen wir weiter. Ich kann mich jetzt innerlich schon mal darauf einstellen, dass das mit dem Ölfilter eine Riesensauerei wird. Die Wanne steht runter, mal schauen, wie es funktioniert. Ja. Wenn wir da hinkommen. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht angeballert. Lass ich erstmal da stehen. Oder mal gucken mit der Hand. Heiß, 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 heiß. Scheiße, da unten drauf. Alter Schwede, ist das heiß. Meine Fresse. Will ich dann? Ja, das Öl war auf jeden Fall heiß. Vom inneren Zustand her habe ich da keine großen Bedenken. Ja, den lassen wir wirklich in Ruhe, Ruhe, Ruhe ausbluten und dann gucken wir, das alles quasi wieder rückwärts zusammenbauen.
Aber wie gesagt, bitte nicht Kaltöl wechseln. Ne? Ich finde das bei den Werkstätten teilweise etwas eigenartig. Die Autos werden abends gebracht. Dann gehen die von draußen auf die Bühne, wird ein Ölwechsel gemacht. Ja, was kommt denn dabei raus? Nicht viel. Ja. Ja, sinnig ist das nicht wirklich, aber was will man machen, ne? So wird halt gearbeitet. Ist auch schwer möglich, das anders zu machen, ne? Aber es ist halt, ne, vielleicht einen Ölwechsel einfach mal selbst machen. Ist vielleicht sinnvoller, ne? Schön warm fahren, also heiß fahren. Handschuhe, auch gut. Wenn man nicht ganz so wärmeunempfindlich ist. Und dann einfach mal selbst einen Ölwechsel machen. Ist manchmal wirklich effektiver. Das Zeug heiß da rauszuholen mit den ganzen Schwebstoffen, die ja auch gebunden werden sollen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, ansonsten machst du nämlich einen Ölwechsel kalt. So, und das neue Öl drin ist und der neue Filter. Ja, dann fährst du zweimal um die Ecke, das Zeug wird warm. Und dann rat mal, wo ist da was mit dem Filter passiert? Der ist eigentlich schon wieder fast voll. Ja. Tja, gut. Wir sehen uns später. So, da sind wir wieder. Er läuft immer noch aus. Gerade bei eBay Kleinanzeigen mal ein bisschen durchgeguckt nach Projektfahrzeugen. Da sehe ich einen Golf. Golf 4 TDI. Fand ich erstmal grundsätzlich interessant. Das Auto. 187 oder 184.000 runter. Und hatte das Problem, dass er ausgegangen ist. Nach 5 bis 10 Minuten startet er wieder. So. Und man sah in der Anzeige, dass er das Auto eigentlich nicht verkaufen wollte. Nur wenn man die Werkstätten heutzutage kennt, ja, wenig Erfahrung, viel Raten, wenig Wissen. Wenn ihr so ein Auto mal habt, und wir reden jetzt vom ALH-Motor, 90 PS, wenn der das macht, der wird warm, also ihr fahrt, der wird warm, der geht aus, von alleine, er macht gar nichts. Und nach 5 bis 10 Minuten könnt ihr den Wagen wieder starten und wieder fahren, bis er warm wird. Jetzt könnte man meinen, Einspritzpumpe. In dem Fall, nein. Ist ein ganz alter, bekannter Defekt bei dem Auto, und zwar das Relais 109. Erteilt ja die Freigabe zum Starten, beziehungsweise die Freigabe zur Einspritzpumpe. Die muss ja aufgeschaltet werden, ne? Also, ne? Dass es losgeht quasi. Oh ja, der ist aber, ne, historisch. Ja. Auf jeden Fall, das 109er Relais schaltet auch die Einspritzpumpe durch. So, und das hat manchmal bei VW den Ärger gemacht. Wenn es am Ende seiner Lebenszeit ist, ist es durch Wärme, ein bisschen hat sich alles ausgedehnt, klar, ne, Physik, und hat den Kontakt verloren. Ist ein bisschen Last drauf auf dem Ding. Ne? Es wird warm, Last drauf, warm. Und irgendwann ist das so expandiert auf der Platine, dass die Autos ausgegangen sind. So, und wenn sie wieder kalt geworden sind, ne? Ich gedacht, so von wegen, sagst du jetzt, okay, du nimmst den Wagen, aber dann, nee, komm, das ist unfair. Habe ich ihnen gesagt, wo der Fehler liegt. Das war wirklich unfair. Wie geht es drauf hier? Ah, Karabiner. So. Ja, also das Ding ist steinalt. Alter Verwalter.
Und ja, wir haben, glaube ich, die Ursache für den beschissenen Motorlauf gefunden. Hier, Hand sauber. Seht ihr das? Da hat sich irgendwas dann aufgelöst. Ja, müssen wir gleich mal sauber machen, das Ding. Das Ding rausnehmen, einspannen und ganz vorsichtig lösen. So, wie man hier sieht, das Ding ist wirklich scheiße alt. Und qualitativ, naja, ich kenne die Marke nicht, ehrlich gesagt. Boah, stinkt erbärmlich. Wirklich erbärmlich. Leute, Gott sei Dank gibt es keinen Geruchs-YouTube. Ernsthaft, was da unten rauskommt, ne? Okay, ich prügel den mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, kleiner Zwischenstand. Der Filter. Noch irgendwelche Fragen? Nein? Ich auch nicht. Okay, ich baue den Krempel mal wieder zusammen, beziehungsweise den Filter auf den Filterträger, reinige das und dann kommen wir gleich wieder. So, da sind wir wieder. Neuer Filter ist drin. Ja, musste wie gesagt ganz schön gereinigt werden, das Ganze. Ja. Das ist jetzt irgendein dusseliges, altes, billiges Zweitaktöl aus dem... Bei uns heißt das Ding Repo, gibt auch Thomas Philips oder sowas in der Richtung. Einfach so ein billiges Zeug. Ich möchte nur nicht, dass die Pumpe leer startet. Ja. So, Zweitaktöl ist drin. Mach mal das Ding hier sauber. So, der Grünspann ist weg. Rohr ist auch frei, einmal durch mit Bremsenreiniger. Ein Kupferring oben, ein Kupferring unten. Hinter um Gottes Willen beobachten, ob das wirklich dicht ist. Ne? Nicht vergessen. Passt. Okay, dann haben wir den Filter auch gewechselt. Da ist jetzt Zweitaktöl drin. Jetzt kommt mal eben kurz einmal kurz das Spray. Dieses Ding mit den elektrischen Anschlüssen hier oben ist nämlich eine Dieselheizung. Kein Scherz. Ja, der hat eine Vorheizung. So, jetzt tauche ich mal eben kurz ab in den Untergrund. Ölablassschraube reinigen und wieder reindrehen. Und dann treffen wir uns gleich hier oben wieder. Gucken, wie wir da hinkommen. Ja, am Ende sind diese Motoren immer ein Kompromiss, diese Zuliefermotoren. Ne? Gibt auch halt typische Fehler irgendwo, ne? Ich kenne den Ford Mondeo, den Mark 3, 2 Liter TDCi, auch kein Ford Motor, ne? Wechselt bei dem Ding mal den Anlasser. Besorgt euch schon mal Haartönung, wenn ihr das macht. So. Hand fest, geht sogar in der Ecke. Wahnsinn. Ich habe jetzt eigentlich einen Volltreffer. Schauen wir mal, was der Ballstab hinterher sagt. Ja, kommt die nächste Frage. Was machen wir mit dem Tankinhalt? Ne? Der ist, wie gesagt, immer noch 5 Jahre alt. Der Diesel. Einfach wegignorieren, würde ich sagen. Ich kippe da jetzt gleich ein bisschen Additiv drauf.
Das ist zumindest schon mal auf Minimum. Okay, damit können wir starten, von den Rampen runterholen und dann korrigieren. So, jetzt passt der innere Zustand der Flüssigkeiten etc. dann auch mal zur Optik. Kommst du da jetzt da raus? Das glaube ich ja wohl nicht. Mal gucken, wie das aussieht. Na, da können wir mal ein Stückchen rein, ne? Immer noch ein bisschen da. Ein Stückchen nur. So, ach, komm, mach leer das Ding. Ist genug Platz. So. Wir haben das jetzt. Einmal zu. Einmal auf. Ja, genau bis zum Ring. Perfekt. So, das haben wir dann auch. In der Leitung. Booster aufladen. Letzte Rille, wa? Ja. Na komm, einmal kannst du noch. Glaube nicht. Ah, stopp nicht. Nein. Wie blöd. Jetzt ist er wieder grün. Okay. Gedreht. Ausbruch von Achtung.
Mal gucken, wie es mit dem Losfahren aussieht. Zweiter. Dritter. Vierter. Bremse. Einrad frei. Zauberhaft. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ich denke mal, der Motorzustand ist jetzt einwandfrei. Nichts mehr dran auszusetzen. Läuft super. Hat volle Kraft. Zieht ordentlich durch, auch in den hohen Gängen. Also für einen Saugdiesel läuft der wirklich sehr gut. Spritzig. Ja. Gut, dann läuft der schon mal wieder vernünftig. Wie gesagt, zweiter Öl im Tank jetzt wieder drin. Ne? Hätte gerne das Additiv reingepackt, weil er wirklich sehr alter Diesel drin ist. Aber gut, haben wir jetzt gerade nicht da. Müssen wir jetzt durch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich komme mal zum Ende. Da hinten brutzelt schon das Essen. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video.